Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Arzt-Patienten-Seminar mit dem Thema Neue Therapiekonzepte und Operationsmethoden zur Behandlung der Schulter mit Dr. Matthias Blanke, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Mein Name ist Tanja Leubner. Ich arbeite im Sekretariat von Dr. Blanke und bevor er mit seinem Vortrag startet, habe ich noch zwei Hinweise für Sie. Ihr Mikrofon ist während des gesamten Seminars stumm geschaltet. Diese Einstellung ist nicht veränderbar. So gewährleisten wir einen störungsfreien Ablauf. Sie können aber trotzdem jederzeit Ihre themenbezogenen Fragen an Dr. Blanke stellen. Dafür nutzen Sie bitte das Fragenfeld am Bedienpanel am rechten Rand Ihres Bildschirms. Wir sammeln die Fragen und Dr. Blanke wird sie im Anschluss an seine Präsentation beantworten. Jetzt freuen wir uns auf die Ausführungen von Dr. Blanke und auf viele interessante Informationen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir herzlich willkommen zu meinem Seminar über Beschwerden im Bereich der Schulter und Operations- oder Behandlungsmethoden. Freue mich, dass doch so viele teilnehmen. Es ist ja ein recht schönes Wetter draußen. Sie sehen, wir haben die Fenster etwas abdunkeln müssen, damit Sie mich auch gut erkennen können. Aber jetzt freue ich mich auf den Vortrag. Zunächst ganz kurz zu meiner Person und die beiden Kliniken, für die ich verantwortlich bin. Das ist einmal, no, hat nicht geklappt hier. Einmal das Leopoldiner Krankenhaus, aus dem wir jetzt gerade hier online senden, als auch die Geomed-Kreisklinik Gerolzhofen. Wir operieren, behandeln in meinem Bereich ca. 5.000 Patienten pro Jahr. Haben in den letzten Jahren immer ca. 5.000 operative Eingriffe durchgeführt und sind somit einer der größten Kliniken für Orthopädie, Endoprothetik, Unfallchirurgie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie in Bayern. Die Schulterchirurgie spielt seit jeher für mich, aber auch an den beiden Kliniken eine sehr große Rolle. Gucken wir uns mal das Schultergelenk an. Ich hoffe, Sie sehen das Video gut. Bei mir blinkt es so ein klein bisschen. Ich hoffe, Sie haben dieses Blinken nicht drin. Wir sehen hier ein Schultergelenk jetzt am Kunstskelett und man sieht doch, dass dieses Gelenk sehr, sehr gut mobil und beweglich ist. Das wissen wir. Mit der Schulter kann man wirklich alles erreichen sozusagen. Man hat einen Bewegungsradius von fast 360 Grad. Aber die Schulter ist durch ihre Komplexität ein Gelenk, was doch auch anfällig ist für Erkrankungen und Verletzungen. Eine Struktur, die an der Schulter ganz wichtig ist für die Stabilität und Stabilisierung, ist die sogenannte Rotatorenmanschette. Sie sehen es hier in den Bildern. Die Rotatorenmanschette ist eine Muskel-Sehnenstruktur, bestehend eigentlich aus vier Muskeln und Sehnen, die komplett einmal den Oberarmkopf, also das Schultergelenk, umgreift. Ist wichtig für die Bewegung als auch die Stabilität im Schultergelenk. Und die macht doch häufiger Probleme. Da komme ich dann später nochmal darauf. Eine Schwachstelle, die eben oft dann zu Problemen bei Patienten führt, die eben Schulterbeschwerden haben, ist der Aufbau des Schultergelenkes. Denn Sie sehen hier im Bild nochmal die Rotatorenmanschette, also ist diese Muskulatur. Hier der Oberarmkopf, das eigentliche Schultergelenk. Und oben haben wir ein knöchernes Schulterdach. Und zwischen diesen beiden Strukturen muss die Sehne und die Muskulatur gleiten. Wir haben eine Art Nadelöhr. Und wenn es zu Veränderungen dieser Weite kommt, dann kann es gut sein, dass sich die Sehne ähnlich wie dieser Faden hier auffasert, es zu Problemen kommt oder die Manschette auch reißt, was dann auch dazu führt, dass das Schultergelenk nicht mehr funktioniert, der Arm beispielsweise gar nicht mehr zur Seite hochgehoben werden kann. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Video, im Einspieler, also auch ein Schultergelenk. Und da, wo ich jetzt mit dem Stift hinzeige, sehen wir angedeutet die Rotatorenmanschette. Und Sie sehen schon beim Abspreizen des Armes kann es hier an dieser Engstelle eben zu Problemen kommen. Entweder, dass eben die Muskulatur aufreißt und hier dann auffasert oder eben andere Strukturen eingeklemmt werden, was wir gleich noch besprechen werden.
Was sind denn jetzt so typische Schulterbeschwerden, die Patienten zu mir und meinen Kollegen in die Sprechstunde führt? Nun, in der Regel ist es natürlich ein Schmerz. Der Schmerz ist im eigentlichen Schultergelenk. Oft strahlt er aus in den restlichen Arm, aber teilweise auch in die angrenzende Struktur, den Rücken und den Nacken. Viele Patienten kommen, weil sie eben sagen, sie können den Arm nicht mehr über die Horizontale heben. Im unteren Bereich geht es oft noch ganz gut, aber sobald der Arm zur Seite gehoben wird, dann treten eben auch die Beschwerden auf oder werden stärker. Oft ist es so, dass der Schmerz des Nächtens anfängt und was eben auch ist, dass eben Patienten gar keine Kraft mehr haben. Sie können den Arm überhaupt nicht mehr hochheben. Nun, wichtig ist, und hier lässt sich aber auch schon sehr, sehr vieles klären, dass eine versierte Untersuchung durchgeführt wird. Hierfür gibt es spezielle Untersuchungstechniken. Also diese klassische Untersuchung durch einen versierten Orthopäden, Schulterspezialisten, die ist eigentlich durch nichts zu ersetzen, weil hierdurch können Sie schon sehr, sehr viel klären. Wir behandeln auch kein Röntgenbild, sondern wir behandeln einen Patienten. Aber natürlich brauchen wir, um gegebenenfalls die Diagnose herauszufinden, noch weitere diagnostische Möglichkeiten. Und da haben wir natürlich heutzutage recht viel. Das ist wie das gerade besagte Röntgenbild. Sie sehen hier ein Beispiel. Aber auch die Ultraschalltechnik, die wir eigentlich in unserer Sprechstunde bei jedem Patienten, gerade im Bereich der Schulter, durchführen. Und dann auch ergänzende Maßnahmen, wie beispielsweise die Kernspintomographie, um herauszufinden, ist da irgendwas nicht in Ordnung? Ist irgendwie eine Pathologie, also eine Veränderung des Normalen vorhanden oder haben wir eine Verletzung? Es gibt eine ganze Menge an Krankheitsbildern, die die Schulter betreffen können. Und wir unterscheiden grob zwischen traumatisch, also verletzungsbedingten Krankheitsbildern und degenerativen, also Krankheitsbildern, die durch Verschleiß erworben worden sind. Kurz bevor ich auf die einzelnen Krankheitsbilder und Maßnahmen eingehe, man kann differenzieren, wenn man Schulterbeschwerden behandelt, zwischen sogenannten konservativen Therapiemaßnahmen, die sehen Sie hier. Konservativ bedeutet also nicht operativ, nicht schneiden. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Das fängt an bei der Krankengymnastik, also dem Versuch, über die Förderung der Beweglichkeit und muskuläre Kräftigung das Problem in den Griff zu bekommen, aber auch die Möglichkeit, Applikation von Wärme und Kälte, um akute Entzündungsreize zu bekämpfen, bis hin zu Injektionen, also das Einspritzen von beispielsweise Cortison bei entzündeten Strukturen oder dann moderneren Verfahren, die wirklich mittlerweile auch einen sehr hohen Stellenwert haben, weil sie ohne Operation bei bestimmten Krankheitsbildern eine sehr, sehr effiziente Methode sind, beispielsweise die Stoßwellentherapie oder das Einspritzen von sogenannten Wachstumsfaktoren aus dem Eigenblut. Da will ich dann gleich nochmal drauf eingehen und abzugrenzen die sogenannten operativen Verfahren, also sprich die eigentliche Operation, wobei in der Schulter eigentlich sich heutzutage die sogenannten arthroskopischen, die endoskopischen Verfahren, Sie sehen hier unten ein Bild, also über eine Optik im Gelenk durchgeführt werden. Nochmal zu den beiden angesprochenen konservativen Therapieverfahren hier, die Stoßwellentherapie. Stoßwellentherapie ist eine Methode, die gibt es schon lange, die wurde natürlich immer weiter verbessert und ist eine Methode, die auch in anderen Bereichen, beispielsweise in der Behandlung von Nierensteinen, durchgeführt wird. Was passiert? Hier bei dem Gerät, was wir auch verwenden, also einem hochenergetischen Stoßwellengerät, wird fokussiert Stoßwelle appliziert, da wo sozusagen die Erkrankung ist. In der Regel ein typisches, sehr gut reagierendes Krankheitsbild auf die Stoßwellentherapie ist die sogenannte Kalkschulter, die Verkalkung im Bereich der Schulter. Und durch die Stoßwellen werden diese Kalkpartikel zerrüttelt, lösen sich auf und können abtransportiert werden. Und die Beschwerdesymptomatik lässt sich dann über mehrere Sitzungen relativ schnell komplett lösen. Funktioniert aber auch, wir sind ja auch sehr viel, oder ich bin sehr viel auch im Bereich der Behandlung von Sportlern, bei Sehnenverspannungen, Sehnenreizung oder muskulären Verspannungen anwendbar. Eine andere Methode, die ich jetzt seit über 10 Jahren praktiziere, es kommt auch aus dem Leistungssport, Spitzensport, hat sich aber mittlerweile in der Medizin auch für den Patienten stark etabliert, ist die Applikation von sogenannten Wachstumsfaktoren. Das sind Faktoren, die wir aus dem Eigenblut separieren kann. Und diese Wachstumsfaktoren werden dann beispielsweise hier in entzündete Bereiche der Schulter eingespritzt und können hier eine deutliche Reduktion der Entzündung, also eine Abheilung hervorrufen. Ich zeige Ihnen das nochmal im Video. Wir haben hier einen Patienten, der hier jetzt keine Schulterproblematik, sondern einen Tennisellenbogen hatte. Es wird Blut abgenommen, es beträgt in der Regel so 15 Milliliter. Das
ein spezielles Spritzensystem. Das Blut wird jetzt aufzentrifugiert, also getrennt in seine Bestandteile. Das sehen wir jetzt gleich, wie die Zentrifuge hier geschlossen wird. Und dann wird über diese Doppelspritze, also ein geschlossenes System, das Plasma mit den Wachstumsfaktoren aspiriert. Und das können wir dann, das sehen wir im nächsten Video, eben gezielt applizieren, beispielsweise im Bereich des Ellenbogens, aber auch natürlich im Bereich der Schulter. Das sehen wir jetzt hier. Wird das dann injiziert und diese Wachstumsfaktoren führen dann eben zu einer Linderung. Wichtig ist natürlich, dass die richtige Indikation, dass das richtige Krankheitsbild vorliegt, dass das auch eine entsprechende Wirkung hat. Kommen wir zu den operativen Verfahren. Ich hatte gerade die Arthroskopie, also die Gelenkspiegelung angesprochen. Das ist mittlerweile das etablierte Verfahren im Bereich der Behandlung der großen Gelenke und da gehört auch die Schulter natürlich dazu. Das schauen wir uns jetzt dann auch nochmal in einem Film hier an. Sie sehen hier eine typische Schulterarthroskopie, die ich durchführe. Sie sehen, der Raum ist abgedunkelt, dass wir einfach besser auf dem Monitor erkennen können. Und es sind ganz kleine Schnitte, über die die Instrumente eingeführt werden. Und über dieses Monitorsystem sehe ich dann, was ich im Gelenk für Operationen durchführe. Also ich kann meine Instrumente dort sehr gut erkennen. Und hier sehen Sie direkt einen Blick ins Schultergelenk. Da wird die Rotatorenmanschette beurteilt. Und so läuft heutzutage eine Schulteroperation in der Regel ab. Hier jetzt nochmal live. Sie sehen, eine kleine Inzision ist notwendig. Wir gehen direkt mit dem Endoskop, also es sind wenige Millimeter Schnitt ins Gelenk hinein. Das hat natürlich einen gewissen Widerstand, das Gelenk, wenn es gesund oder mehr oder weniger gesund ist, weil die Kapsel eben durchstoßen werden muss. Und dann kann man mit der speziellen Optik jetzt hier ins Gelenk eintauchen. Erst einmal ist die Sicht etwas eingeschränkt. Es muss also alles etwas durchgespült werden. Dafür wird Spülwasser, Spülflüssigkeit verwendet. Und nach ein paar wenigen Augenblicken, bis das Gelenk dann auch aufgeblasen wird mit der Flüssigkeit, kann man hier das Gelenk beurteilen. Sie sehen also jetzt hier schon Teile des eigentlichen Gelenkes. Hier oben sehen Sie schon so Auffaserungen. Also es ist ein Patient, bei dem eine Verletzung bestanden hatte. Und hier kann man schon erkennen, für mich natürlich einfacher, weil ich das tagtäglich mache. Sie sehen, das Faserige sollte nicht sein. Das ist ein klassischer Riss der Rotatorenmanschette. Eigentlich sollte hier eine glatte und feste Struktur. Wir gucken hier direkt durch ein Loch hindurch und dieser Patient hat dann auch eine Rekonstruktion der Rotatorenmanschette bekommen. So, jetzt wollen wir uns ein paar Krankheitsbilder mal konkret und direkt anschauen. Wie gesagt, ich habe ein paar ausgewählt, jetzt von seitens auch der traumatischen, also verletzungsbedingten. Eine Verletzung, die wir sehr, sehr häufig sehen, ist die Schulterluxation, also das Auskugeln des Schultergelenkes. Das Schultergelenk ist das Gelenk, was am häufigsten ausgekugelt ist. Hängt einfach mit der Anatomie und den Verhältnissen der Knochenstrukturen zusammen. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, das kann man relativ gut erkennen hier bei diesem Patienten. Rechte Seite, Schulter ganz normal, linke Seite sieht man schon, da passt was nicht. Also es ist deutlich verschoben und dann kann man hier auf dem Röntgenbild auch gut erkennen, dass der Oberarmkopf aus dem eigentlichen Gelenk herausgetreten ist. Bei einer Schulterluxation kommt es immer zu Verletzungen. Es gibt unterschiedliche Verletzungen, die eintreten können. Aber nahezu alle Verletzungen haben zur Konsequenz, dass die Schulter danach nicht mehr stabil ist. Also die Schulter wird zwar wieder eingerenkt, aber die Strukturen sind so verletzt, dass die Schulter die Stabilität, wie sie sie vorher hatte, nicht mehr erreicht. Und durch sehr elegante, minimalinvasive operative Methoden kann man das nahezu wieder 100% herstellen. Und deswegen ist es wichtig, dass nach so einer Verletzung der Patient auch in die Hände erfahrener Schulterchirurgen kommt, damit eben mit einer kleinen eleganten Operation praktisch die Funktionsfähigkeit wieder komplett hergestellt wird. Das sehen Sie jetzt hier im Video. Also wir sind im Schultergelenk und wir sehen die Lippe hier vorne am Schultergelenk, die für die Stabilität sehr wichtig ist, ist abgelöst. Also die hängt da runter. Es sieht nicht immer ganz so schön aus. Meist ist die richtig zerfetzt auch und mit einem wirklich minimalinvasiven System. Sie sehen diese Schraubkanülen, die sind wenige Millimeter breit, wird diese Lippe jetzt wieder am Knochen befestigt und hierdurch kann man eine Stabilität im Schultergelenk erreichen, wie sie vor dem Unfall gewesen ist.
wird ein Loch gebohrt und in dieses Loch werden spezielle Dübel eingesetzt, die sich dann über die Jahre hinweg auflösen. Und an diesen Dübeln sind eben die Fäden gekoppelt, wie wir hier sehen. Und je nachdem muss das Ganze 2, 3, 4 Mal gemacht werden. Das hängt immer ein bisschen von der Verletzung ab. Und dann ist das Ganze auch wieder stabil und dauerhaft auch belastbar. Eine weitere Verletzung, die wir gerade, die sehr viele Sportler betreuen, häufig sehen. Also das ist sowohl im Fußball, aber auch im Sturz vom Mountainbike und bei anderen Dingen. Also oft, wenn der Patient direkt auf das Schultergelenk stürzt, kommt es zu einer Verletzung des sogenannten Schultereckgelenkes. Ja, wir haben hier mal eine Aufnahme. Die linke Seite ist in Ordnung. So sollte ein Schultergelenk am Röntgen aussehen. Das ist hier das Schlüsselbein. Hier geht es in das knöcherne Schulterdach und Sie sehen die beiden Knochen, die sind praktisch auf gleicher Höhe. Hier sind die Bandstrukturen zerrissen. Das Schlüsselbein steht wie eine Klaviertaste nach oben. Das würde man dann auch sehen, wenn man den Patienten anschaut. Also richtig unter der Haut steht der Knochen hoch und das führt natürlich dauerhaft auch zu einer Beeinträchtigung. Und auch das kann man heutzutage sehr elegant. Früher wurden da große Operationen, also große Schnitte durchgeführt. Das macht man jetzt minimalinvasiv durch kleine Inzisionen. Das sehen Sie auch mit diesem System zum Beispiel, werden durch die beiden Knochen ein Loch gebohrt. Minimalinvasiv wird jetzt hier mit einer speziellen Technik auch ein Faden eingezogen. Das sehen wir gleich. Und um die beiden Knochen jetzt wieder in Position zu bringen, haben wir hier ein kleines Titanplättchen, was kippt, ebenso auf der anderen Seite. Und dann wird das Band unter Spannung gebracht und Sie sehen, die beiden Knochen sind jetzt hier wieder eingerichtet. Was wir sehr häufig sehen, das ist bei Kindern hin und wieder, aber vor allem bei älteren Menschen ist im Rahmen eines Sturzereignisses aufgetretenen Brüchen im Bereich des Oberarmkopfes und somit auch der Schulter. Das geht von einem relativ einfachen Querbruch bis hin zur völligen Zertrümmerung der Gelenkfläche. Und es ist natürlich unsere Aufgabe, diese Knochenstruktur wieder so herzustellen, dass das Gelenk schnell und vor allem auch dauerhaft gut wieder komplett bewegungsfähig ist. Das machen wir sehr, sehr häufig. Und Sie sehen hier eine Computertomographie eines gebrochenen Oberarmkopfes. Es gibt auch verschiedene Formen der Brüche. Und in der Regel wird das Ganze mit so einer Titanplatte rekonstruiert. Die Schrauben sind sogenannt winkelstabil in der Platte verankert und stabilisieren diesen Bruch, weil wir wollen, dass der Arm im Schultergelenk schnell wieder funktionsfähig ist, um dauerhaft dann auch wieder beispielsweise die Selbstständigkeit zu ermöglichen. Das war jetzt der Block der traumatischen Krankheitsbilder. Es ist natürlich so, dass ich noch viel, viel mehr Krankheitsbilder Ihnen hier zeigen und demonstrieren könnte, aber das würde den Rahmen sprengen und vielleicht auch ein bisschen verwirrend sein. Deswegen will ich jetzt auf den zweiten Block übergehen, die sogenannten degenerativen Schultererkrankungen. Das sind Erkrankungen, die eben nicht durch eine akute Verletzung entstehen, sondern sich so schleichend entwickeln, haben verschiedene Ursachen. Wir gucken uns jetzt mal hier ein paar an. Das ist das sogenannte Impingement. Das ist eine Reizung des Schleimbeutels. Das ist der sogenannte Akromionsporn, die Schultereckgelenksarthrose und die Verkalkung der Schulter. Das hatten wir vorhin schon mal. Aber wenn man sich all diese Krankheitsbilder anschaut, dann führen die in der Regel alle zu einer Beschwerdesymptomatik im Schultergelenk. Eigentlich alle Patienten haben Beschwerden, wenn sie den Arm zur Seite heben. Und das zeigt schon ein bisschen diese degenerativen Erkrankungen im Bereich der Schulter. Die sind alle recht ähnlich von der Symptomatik durch eine versierte Untersuchung und weitere bildgebende Diagnostik kann man dann differenzieren, was ist eigentlich die Hauptursache, wobei sie sich zum Teil überschneiden. Also oft liegt das eine und das andere gleichzeitig vor. Ein Hauptproblem ist eben diese knöcherne Enge zwischen dem knöchernen Schulterdach und dem eigentlichen Schultergelenk. Das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt. Und diese knöcherne Enge wird eben gebildet durch Veränderungen am eigentlichen Schultergelenk. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Das war zu schnell. Genau. Hier gucken wir von der Seite auf das Schultergelenk. Hier ist dieser Raum. Oben das knöcherne Schulterdach, hier das eigentliche Gelenk. Wir haben den Oberarmkopf jetzt mal weggenommen und durch diesen Raum müssen eben diese ganzen Strukturen durch. Und wenn wir hier zum Beispiel eine Veränderung haben, in dem sich hier Verknöcherungen bilden, dann sehen Sie, dass dieser Raum stark eingeengt wird. Also haben wir den Effekt wieder dieses Nadelöhrs.
sieht man jetzt hier auch nochmal am Video, ne? Sobald der Arm zur Seite hochgeht, wird dieser Raum hier deutlich mehr eingeengt. Und das ist auch die Ursache dafür, dass viele Patienten eben beim Abduzieren, also zur Seitheben des Armes, dann Beschwerden bekommen. Eine weitere Ursache ist das Schulter-Eckgelenk. Da hat man gerade die Verletzung gesehen. Und da kommt es eben oft dauerhaft zu einer Entstehung einer Arthrose, wobei die Arthrose hier vor Ort nicht das Problem ist, sondern im Rahmen der Arthrose kommt es zu Veränderungen mit eben so Knochenanbauten. Die führen dann wieder zu einer Einengung dieses Raumes. Also haben wir wieder dieses sogenannte Impingement. Eine Möglichkeit ist dann, das Ganze das mit einer Fräse abzutragen. Dann wird der Raum wieder frei. Also das kann man sich so vorstellen. Ne? Hier sehen Sie, der Raum ist eingeengt. Dann kommt eine Fräse und trägt das Ganze ab. Und dann haben wir hier den Raum wieder erweitert. Also von da nach da. Wir schaffen wieder Luft, dass die Strukturen wieder gleiten können. In diesem Raum haben wir einen Schleimbeutel. Das ist hier zu sehen. Und der kann eben dann, das ist so die einfache Variante, durch ein Engpass-Syndrom eben gereizt sein, also eine Schleimbeutelentzündung. Da muss man jetzt nicht immer gleich operieren. Es gibt dann andere Möglichkeiten, beispielsweise das Einspritzen, um den Schleimbeutel eben zu beruhigen. Krankheitsbild, was wir am Anfang schon mal gesehen hatten, das ist die Verkalkung im Bereich der Sehne. Was genau die Ursache ist, ist immer schwer zu sagen. Wir wissen aber, dass Frauen wesentlich häufiger als Männer betroffen sind und oft sind die dann beidseits betroffen. Nicht selten ist es auch so, dass die jahrelang überhaupt keine Beschwerden haben und dann mitten in der Nacht um 10 Uhr mit einmal haben die wirklich massivste Schmerzen im Bereich der Schulter, kommen zu uns in der Notaufnahme. Jetzt wissen wir natürlich und kennen dieses Krankheitsbild und können dem Patienten dann helfen. Sehr unangenehm, aber wie gesagt, in aller Regel muss es nicht operativ versorgt werden. Sie sehen hier mal so eine Röntgenaufnahme, da kann man diese Verkalkung erkennen. Sehen wir hier nochmal so ein bisschen aufgeführt und hier nochmal im Bild so einen Verlauf. Hier haben wir eine sehr ausgeprägte Verkalkung und so, wie die sich dann wieder zurückbildet. Im Ultraschall kann man das hier auch gut erkennen. Sie sehen hier kleine Verkalkungen oder in der Kernspintomographie hier auch diese Kalkablagerungen. Hier nochmal das Röntgenbild. Jetzt ist die Frage, was kann man tun? Nun, also das ist wirklich, das ist ein ideales Krankheitsbild für die Stoßwellentherapie. Mit der Stoßwellentherapie, wie am Anfang eben besprochen, kann man dieses Kalkdepot auflösen. Das geht nicht in einer Sitzung, in der Regel sind 6 Sitzungen, meist so in einem Zeitraum über 3 Wochen notwendig und dann wird es schon innerhalb der Sitzungen deutlich besser. Also es ist ein sehr gutes Verfahren, ein nicht-invasives Verfahren mit einer sehr, sehr hohen Heilungsrate. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, das einzuspritzen, diese Wachstumsfaktoren oder auch dann die operative Methode. Sie sehen hier, da wurde das Kalkdepot eingeschnitten und da quillt richtig dieser Kalk raus. Gegebenenfalls ist es notwendig, wenn es sehr große Kalkformationen sind. In der Regel kriegen wir aber diese Verkalkungen sehr, sehr gut mit der Stoßwellentherapie in den Griff. LWS-Ruptur, was ist das? Das ist die lange Bizepssehne. Wenn wir uns das hier einmal in der Anatomie anschauen, das ist so der Oberarmmuskel, also der Bizeps, der hat 2 Sehnen. Die eine Sehne, die ist außerhalb des Schultergelenkes, um die wollen wir uns jetzt nicht kümmern. Eine Sehne hat aber die ungünstige anatomische Verlaufsform, dass sie direkt im Gelenk verläuft. Und durch Veränderungen, Verengungen, also diesen Verengung dieses subakromialen Raumes, wo wir gesagt haben, kann es zu Verknöcherungen kommen, durch Reizungen, unterschiedlichste Ursachen, kann es dann zu einer Veränderung der Bizepssehne kommen. Sie sehen hier so ein arthroskopisches Bild. Normalerweise sollte die Sehne schön glatt und weiß ausschauen. Was wir jetzt hier haben, ist eine massive Rötung dieser Bizepssehne oder eine Teilruptur, sieht man auch, oder eine Verletzung am Ansatz, das ist eine sogenannte Slap Lesion. Und das sehen wir auch gut in der Diagnostik, das sehen wir gut im Ultraschall. Und das ist etwas, wo man sagt, die Beschwerden, wenn die vorhanden sind, die gehen oft nicht mehr von selber weg. Da muss dann oft eine operative Versorgung erfolgen, wobei das elegant und sehr gut funktioniert. Also direkt nach der Operation ist der Patient praktisch beschwerdefrei. Wie macht man das? Wir gucken hier nochmal ins Gelenk hinein. Das ist die lange Bizepssehne und die kann man eben operativ durchtrennen und sie hier am Knochen wieder fixieren, dann sieht das Ganze so aus wie vorher. Also der Oberarmmuskel bleibt in seiner Position, ist kosmetisch keine Beeinträchtigung, hat auch volle Funktion, ist ein operativer Eingriff. Am Anfangsstadium kann man es konservativ probieren, aber in der Regel klappt es dauerhaft nicht. Und hier sehen wir das nochmal, wie das operativ funktioniert. Wir haben also hier die
stark gereizte lange Bizepssehne. Und Sie sehen jetzt auch wieder eine arthroskopische Operation. Diese Bizepssehne wird mit einem Faden durchflochten, um das Ganze festzuhalten. Dann wird die dort abgeschnitten. Damit wird sie aus dem Raum entfernt, wo sie gescheuert hat, wo sie gereizt wurde. Wir ziehen sie auf der Seite raus. Es wird ein Loch in den Knochen gebohrt und in den Knochen wird die Sehne, es wird jetzt, nachdem das Stückchen weggeschnitten worden ist, wird dann mit dem Faden armiert, also durchflochten. Wird die Sehne dann direkt in den Knochen eingedübelt, hat dadurch auch gleich eine Stabilität. Und das Wichtige ist, in dem Bereich, wo sie vorher gescheuert hat, scheuert sie nicht mehr, dann sind auch die Beschwerden im dem Schulterbereich praktisch weg. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Rotatorenmanschette. Also das ist die Struktur, die sehr wichtig ist für Schultergelenk. Sie umgreift das Schultergelenk, sie stabilisiert das Schultergelenk und sie ist vor allem wichtig für die Bewegung des Schultergelenkes, weil wie gesagt, viele Patienten, die eine Verletzung haben, die können den Arm gar nicht mehr richtig heben und vor allem ist es schmerzhaft. Hier mal so ein anatomisches Präparat. Sie sehen, hier drunter liegt das eigentliche Schultergelenk. Es wird also komplett von der Muskulatur und der Sehne umfasst, umgriffen. Hier mal so ein schematisches Bild von vorne drauf blickend auf das eigentliche Schultergelenk. Und das Problem ist jetzt, diese Rotatorenmanschette kann unterschiedlich reißen. Es können kleine Risse sein, es können große Risse sein. Im Endeffekt führt es immer zu Beschwerden und zu einer Instabilität. Und wenn diese Rotatorenmanschette fehlt, haben wir den Schmerz, haben die fehlende Bewegung und dauerhaft führt es sogar dazu, dass der Oberarmkopf immer weiter nach oben steigt und sich teilweise auch in den Knochen, in das knöcherne Schulterdach einarbeitet. Das ist hier so ein Extremfall. Aber führt einfach in der Regel dazu, dass wirklich die Schulter in ihrer Funktion stärkstens beeinträchtigt und verändert ist, sodass die Patienten eigentlich in der Regel nicht so lange warten. Sehen wir jetzt auch hier, ne? Hier ist die Rotatormanschette intakt, die Schulter ist schön zentriert, die Schulter funktioniert, die Rotatormanschette ist gerissen und die Schulter migriert nach oben, also sie wandert nach oben, die Funktion des Schultergelenkes ist aufgehoben. Hier mal ein paar Bilder, arthroskopisch, hatten es vorhin schon gesehen, ein Loch in der Rotatormanschette, hier offen, mal so ein kleines Loch. Auch hier nochmal, hier ist praktisch die gesamte Sehne abgerissen, die gehört eigentlich da drüben hin. Und Sie sehen hier nochmal schematisch dargestellt, der Patient ist nicht mehr in der Lage, seinen Arm wirklich selber frei hochzuheben. Er versucht dann durch so eine Schräglage das zu kompensieren. Das ist natürlich etwas, was mit einer guten Funktion im Alltag nicht vereinbar ist. Für uns ist dann natürlich wichtig, wenn der Patient kommt, wie stark, wie groß ist die Verletzung und vor allem, wie lange geht es schon. Weil Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie sich zum Beispiel an die Muskulatur am Oberschenkel reißen. Oberschenkel bewegt und strickt das Kniegelenk. Und man würde sagen, naja, jetzt ist es halt kaputt, jetzt warten wir erstmal ein Jahr zu. Dann wird in dieser Zeit, wenn der Muskel nicht bewegt wird, die Muskulatur komplett atrophieren, also sich zurückbilden. Und so ist es auch an der Rotatorenmanschette. Also wir sehen leider immer wieder Patienten, die kommen dann nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr und dann hat die Muskulatur schon einen wirklichen Schaden genommen, weil sie atrophiert ist. Die Sehne hat sich maximal verkürzt und dann ist es natürlich zum Teil schwierig, eine gute operative Rekonstruktion der Manschette wieder durchzuführen. Also manchmal ist es dann auch so weit, dass man sagt, das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Deswegen, bei einer soartigen Verletzung muss man schon vom Fachkollegen sich anschauen lassen. Muss es operativ versorgt werden? Ist jetzt der Zeitpunkt oder manchmal auch nicht? Aber man sollte eben nicht lange zuwarten, weil dann wird es sehr schwierig. Sie sehen hier auch das schematisch nochmal offen dargestellt. Wie gesagt, heutzutage macht man das alles minimalinvasiv oder arthroskopisch. Da wird die Sehne wieder hier zusammengeflickt. Und hier das Ganze jetzt mal so, wie es heutzutage durchgeführt wird. Sie sehen hier wieder die Arthroskopie. Wir haben einen deutlichen Riss in der Rotatorenmanschette. Es wird überprüft, ist der Riss überhaupt zu verschließen? Also ist Material vorhanden? Das haben wir jetzt. Der Knochen wird angefräst, damit wir hier die Möglichkeit haben, dass die Sehne wieder am Knochen fest wird. Und es werden jetzt Ankersysteme in den Knochen eingebracht, die dann auch die Sehne wirklich
fixieren. Die Fäden werden jetzt hier durch die Sehne durchgezogen. Sehen Sie jetzt hier? Es dauert jetzt ein bisschen das Video. In Wirklichkeit dauert es noch ein klein bisschen länger, die Operation. Das sieht in den Videos immer doch recht einfach aus. Zweiter Anker wird gesetzt. Das gleiche Verfahren, wie wir es gerade gesehen haben, wird jetzt nochmal durchgeführt. Auch hier wieder jetzt durch Flechtung der Sehne. Und jetzt werden wir dann gleich sehen, wenn die Fäden gestrafft werden, wie sich die rupturierte Rotatorenmanschette wieder in ihre Position legt. Wenn es die Fäden nochmal verteilt, die werden so kreuzförmig, werden die aufgespannt. Genau, und jetzt sehen Sie eben, Durchzug wird das Ganze verschlossen. Da war die Sehne mal gewesen, also sie wird jetzt wieder in ihre alte Position gebracht und dass sie eben flächig hier am Knochen fixiert wird, auch anwachsen kann. Und jetzt nochmal zwei Anker gebracht und über dieses breite Fadenband wird das Ganze fixiert. Das ist eine Technik, die sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass eben überhaupt noch Material da ist. Also wir brauchen noch eine gewisse Muskulatur und eine gewisse Sehnenqualität, um überhaupt was zu rekonstruieren zu können. Weil wenn halt nichts mehr da ist, dann geht das leider auch nicht mehr. Auch da gibt es zwar Mittel und Wege, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber es ist immer besser, man hat natürlich eine gute Ausgangssituation. Der letzte Anker noch gesetzt und dann wäre diese Operation, was die Rotatorenmanschette betrifft, auch beendet. Gut. Das wäre so die Nachbehandlung als Patienten, die eine Rotatorenmanschettenrekonstruktion bekommen. Es hängt ein bisschen natürlich von der Qualität der Sehne und von dem Ausmaß der Ruptur an. Die brauchen in der Regel so ein Thorax-Abduktionskissen. Das sehen wir hier. Also der Arm wird in so einer leichten Abduktionsposition gelagert, damit die Sehne nicht unter Spannung ist, dass das gut verheilen kann. Und die Patienten bekommen in der Regel für nach Hause, also nach Hause geliefert dann auch, einen sogenannten CPM-Stuhl. Das ist ein Motorstuhl, da kann man den Arm drauflegen und der bewegt dann für einen den Arm, weil je nach Verletzungsschwere ist die aktive Bewegung zunächst nicht erlaubt, sonst würde die Sehne ja wieder reißen. Jetzt habe ich gerade gesagt, naja, es ist nicht mehr ganz so einfach und ich habe allein letzte Woche zwei Patienten operiert, sogenannte aussichtslose Fälle. Also die kamen, bei denen war aber nichts mehr an Rotatorenmanschette irgendwie rekonstruierbar, es ist eine sogenannte Massenruptur, es war alles gerissen, es war weit retrahiert, also auch mit bestem Willen, man hätte es erstens nicht mehr rekonstruieren können und wenn man es gemacht hätte, wäre das früher oder später wieder gerissen. Es ging also nicht. So, die Frage ist, was kann man dann machen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, eine Spezialprothese einzusetzen, eine sogenannte inverse Prothese. Für die braucht man keine Rotatorenmanschette. Die hat, Sie sehen, das sieht so ein bisschen verkehrt herum aus. Die hat eine biomechanische Eigenschaft durch Veränderung des Drehzentrums, sodass man mit dieser Prothese allein mit der Schultermuskulatur, der Deltamuskulatur, ohne Rotatorenmanschette eine Funktion und Beweglichkeit im Schultergelenk bekommt. Ist aber natürlich ein künstliches Gelenk, sodass es jetzt mittlerweile auch seit einiger Zeit Optionen gibt, wo man sagt, naja, wir müssen vielleicht den Weg zum künstlichen Gelenk noch nicht gehen. Gerade bei jüngeren Patienten will man das ja vermeiden. Und da gibt es wie so Airbags, sage ich dazu. Das sind Airbags aus Kollagen und die lösen sich auf. Die werden hier arthroskopisch unter das knöcherne Schulterdach gesetzt und pressen dann, Sie erinnern sich an die Folie von vorhin, das Problem der Rotatorenmanschette ist, wenn sie kaputt ist, dass der Oberarmkopf nach oben geht und dieser Airbag hält praktisch den Oberarmkopf in seiner Position, sodass diese Abspreizbewegung wieder möglich ist. Das ist ein recht elegantes Verfahren. Man macht auch in Anführungszeichen nichts kaputt, weil mit diesem Kollagen
Airbag, der löst sich irgendwann auf und wenn es dann doch dauerhaft nicht funktionieren sollte, hat man immer noch die Rückzugsmöglichkeit, beispielsweise einer inversen Schulterprothese. Wobei wir dann auch beim letzten Krankheitsbild wären, der Arthrose. Arthrose ist ja ein Krankheitsbild, was wir von den großen Gelenken kennen, von dem Hüfte- und dem Kniegelenk, aber auch von kleineren Gelenken und auch die Schulter ist natürlich nicht ausgenommen von der Arthrose. Da nimmt die Behandlung auch massiv zu. Es hängt natürlich nicht damit zusammen, dass mehr Arthrose entsteht, aber früher hat man die Arthrose im Schultergelenk eher stiefmütterlich behandelt. Da gibt es jetzt auch neuere gute auch und gut funktionierende Therapieverfahren, sodass eben auch diese Option dann gerne verwendet wird. Hier mal so ein Bild einer Arthrose, das Schultergelenk. Man kann erkennen, dass das eigentliche Gelenk fast nicht mehr erkennbar ist. Wir haben hier massive Verknöcherungen in dem Bereich und die Beweglichkeit ist stark eingeschränkt. Jetzt kann man natürlich versuchen, mit konservativen Therapieverfahren, Wärme, Kälte, Krankengymnastik, das Ganze in den Griff zu bekommen. Im Anfangsstadium funktioniert das auch ganz gut. Man kann versuchen, was einzuspritzen. Da sind wir wieder bei der Doppelspritze. Aber wenn das dann einen gewissen Grad erreicht hat, dann ist eigentlich keine Möglichkeit mehr, hier ohne Operation was zu verbessern. Und da gibt es eben die Möglichkeit, eine Gelenktoilette, also arthroskopisch durchzuputzen oder dann eben des künstlichen Gelenkes. Und das künstliche Gelenk kann von einer kleinen Oberflächenprothese bis zu sowas, bis zu einer kompletten sein. Oder dann eben, wenn man sagt, naja, wir haben eben auch eine fehlende Rotatorenmanschette, dann setzt man eben hier so eine inverse Prothese ein, um gleichzeitig die fehlende Rotatorenmanschette zu kompensieren. Jetzt bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Noch zwei, drei Hinweise meinerseits. Sie sehen hier unsere Arzt-Patienten-Online-Seminare, die sich, ja, sieht so aus, immer mehr Beliebtheit erfreuen. Das war jetzt heute die Schulter. Wir haben noch zwei weitere Termine dieses Jahr. Einmal im Juni über Osteoporose. Da freue ich mich auch auf zwei Gastreferenten. Und im November Hand und Fuß, neue Therapiemethoden und Operationstechniken. Ansonsten noch mal kurz auf die Schulter zurück. Wir haben auch eine spezielle Schultersprechstunde bzw. meine Sprechstunde. Wie gesagt, Stoßwellentherapie ist etwas, was mittlerweile wichtig ist, notwendig ist und gut funktioniert. Das haben wir mit der hochfrequenten Stoßwellentherapie im Portfolio, aber auch diese Wachstumsfaktoren-Therapie. Und jetzt ganz neu, wenn es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, bieten wir ab Mai auch eine Videosprechstunde mit meiner Person an. Also Sie sehen, auch neben den Online-Arzt-Patienten-Seminaren versuchen wir auch mit der Zeit zu gehen und hier im Sinne unserer Patienten uns anzupassen und Möglichkeiten zu geben. Jetzt erst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich würde jetzt zurückgeben an die Frau Leubner mit der Frage, gibt es denn Fragen? Ja, vielen Dank an Herrn Dr. Planke für den interessanten Vortrag. Eine Frage ist eingegangen von einem Zuhörer. Welche Methoden gibt es, um abgerissene Sehnen wieder zu befestigen oder zu verbinden? Ich gehe jetzt mal explizit auf die Rotatorenmanschette ein. Ich denke, das ist wahrscheinlich das, was gefragt ist. Wir haben es im Video ja gesehen. Also es gibt die Methode mit dem Ankersystem. Das ist eigentlich so das beste Verfahren, wobei es unterschiedliche Ankersysteme von verschiedenen Herstellern gibt. Früher hat man ganz früh, also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, hat man versucht, den Faden durch den Knochen durchzuziehen. Aber da weiß man eben, dass die Festigkeit nicht so gut ist. Mit diesen Ankersystemen hat man eigentlich die höchste Ausrissfestigkeit. Wenn man eine Sehnenverletzung hat, bei der aber das sich nicht mehr schließen lässt und es ist ein jüngerer Patient mit ansonsten einer guten Qualität, dann gibt es auch die Möglichkeit, Transplantate einzuziehen. Also da haben wir wirklich Ersatzstoffe, beispielsweise das ist verwendete Schweinehaut, also die wurde denaturiert, die kann man dann einflechten. Wenn es zu einer gewissen Größe kommt und einfach auch mechanisch die Rekonstruktion nicht mehr möglich ist, dann macht das auch keinen Sinn. Dann greifen die Verfahren, die ich gerade genannt habe. Und ansonsten gibt es noch Verfahren, dass man sagt, man macht einen Sehnenmuskeltransfer, also verwendet andere Muskulatur. Da sind aber die Ergebnisse recht überschaubar in der Funktionalität. Ja, mehr Fragen sind leider nicht eingegangen. Das sind unsere, jetzt kommt doch noch eine. Traut sich doch noch jemand? Und zwar eine Zuhörerin möchte gerne wissen, wenn es nach einer OP zu Resorptionsphänomenen im Nahtankerbereich gekommen ist, was kann man dann tun?
Also ich hatte ja gesagt, dass diese Ankersysteme, es gibt unterschiedliche, es gibt Metall-Titan-Ankersysteme, die lösen sich nicht auf. Und es gibt diese Ankersysteme, die mittlerweile alles sehr verbreitet sind. Das ist so ein biologisch abbaubarer Kunststoff. Das baut sich in der Regel über 4, 5 Jahre ab. Man kann dann, wenn man so eine Schulter nach 1, 2 Jahren nochmal eine Kernspintomographie macht, dann sieht man eben diese Anker. Und es gibt selten, aber es gibt diese Möglichkeit, dass diese Anker wie eine Osteolyse bilden, also es löst sich der Knochen um die Anker drumherum auf. Frage ist jetzt, was ist die Ursache? Ist die Ursache, dass man da eine Infektion beispielsweise drin hat oder dass der Anker mechanisch nicht stabil ist? Und ist die eigentliche Rekonstruktion der Sehne geglückt oder nicht geglückt? Und daraus würde man die Konsequenz ziehen, wenn, sagen wir mal, die Sehne nicht refixiert worden ist, der Anker macht Beschwerden und der Anker ist gelöst, dann kann man operativ den Anker herausnehmen. Das Ganze mit Knochen auffüllen und, wenn es notwendig ist, die Sehne, weil sie nicht fest ist, wieder zu rekonstruieren, neue Anker zu setzen. Wobei, dann würde man natürlich darauf achten, dass man vielleicht ein anderes Material verwendet. Und dann an dieser Stelle noch zwei Hinweise für unsere Zuhörer. Sollten später noch Fragen aufkommen oder wenn Sie weitere Informationen wünschen, können Sie uns auch gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren, auch für die neue Videosprechstunde. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. Des Weiteren haben Sie auch ab morgen die Möglichkeit, die bereits stattgefundenen Online-Seminare auf der Homepage nochmals zu verfolgen in Wort und Bild. Wenn im Moment keine weiteren Fragen bestehen, kommen wir nun zum Ende unseres Arzt-Patienten-Seminars. Na, es hat sich keiner mehr getraut, eine Frage zu stellen. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme mit hoffentlich vielen interessanten Informationen für Sie. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund. Und wir hören uns im nächsten Seminar am 22.06. mit dem Thema Osteoporose. Vielen Dank. Schönen Abend, tschüss.